Der Gottsucher Job. Wie kann der liebe Gott, der allmächtige Gott, wie kann es zulassen, dass ein unschuldiger, gerechter Mensch leidet? Die Frage, warum es auf der Welt so viel Leid gibt, mit dieser Frage haben viele Leute Mühe. Es ist ungerecht. Es ist unfair. Aber Buddha hat gesagt, das Leben ist Leiden. Der Job, ein gerechter und menschenfreundlicher, gottgläubiger Mann. Hat östlich vom Roten Meer in Arabien gelebt. Er war sehr reich. Sorgsam hat er auf seine Knechte und Mägde geschaut und hat sich ihrem Vater um die armen Leute gekümmert, um die weisen Kinder und um die Obdachlosen. Seine drei Söhne und sieben Töchter sind schon erwachsen gewesen und hatten ihre eigenen Häuser gelebt. Der Job hat seine Söhne und Töchter geliebt. Und die haben viel gefeiert. Und immer, wenn die gefeiert haben, ist der Job früh aufgestanden. Und hat am lieb Gott ein Opfer dargebracht. Für jeden Sohn und jede Tochter eins. Er hat sich ein bisschen Sorgen gemacht. Womöglich, wenn sie fest am Feiern gewesen sind, haben sie übermütige Worte gegen Gott gesprochen. Als Ankläger war damals der Satan bei Gott im Himmel. Woher kommst du? Hat Gott gefragt. Ich habe die Erde durchstreift. Hin und her, hat der Satan gesagt. Gott hat gefragt, ist dir mein Knecht, der Job, aufgefallen? So einen wie er gibt es sonst nicht auf der Erde. So frei von Fehler und gerecht. Er ist noch gerecht, wie es ihm gut geht, hat der Satan gesagt. Wenn es ihm schlecht gehen würde, würde er gegen dich rebellieren. Mach, was du willst, mit allem, was ihm gehört, hat der Gott gesprochen. Und der Satan ist ans Werk gegangen. An einem und am gleichen Tag haben Naturkatastrophen und kriegerische Nachbevölkerung
die Herde vom Job samt der Knecht tötet. Ein Wirbelsturm aus der Wüste hat das Haus der Söhne und Töchter zum Einsturz gebracht. Und alle sind gestorben. Als der Job das gehört hat, hat er sein Gewand zerrissen, zum Zeichen der Trauer, und ist zum Boden gefallen und hat gebetet. Gott hat gegeben und Gott hat genommen. Gelobt ist sein Name. Und wieder hat der Satan den lieben Gott im Himmel gesucht. Woher kommst du? Hat der Gott gefragt. Ich habe die Erde durchstreift. Hin und her, hat der Satan gesagt. Der Job haltet immer noch an mir fest, hat der Gott gesprochen. Ja, solange ihm persönlich nichts passiert, hat der Satan gerufen. Aber streck deine Hand gegen ihn selber aus und er wird dich verfluchen. Der Satan ist weggegangen aus Gottes Angesicht und hat die böse Krankheit über den Job geschickt. Aussatz, Geschwür, Geschwür von der Fußsohle bis zum Scheitel. Der Job hat sein Haus verlassen. Ein Aussätziger hat nicht bei der Gesunden bleiben. So ist er draussen von der Stadt in einem Aschenhaufen gesessen und hat sich mit einer Scherbe die Haut gekratzt. Jobs Frau hat ihm das Essen gebracht. Und hat immer wieder gerufen. Willst du immer noch fromm sein? Dir bleibt doch nur noch eins. Gott zu verwünschen und zu sterben. Der Job hat gesagt, du redest wie ein dummer Mensch. Nehmen wir das Gute an von Gott, sollen wir dann auch nicht das Böse annehmen. Und es ist kein Wort gegen Gott über seine Lippen gekommen. Am Job seine Freunde haben vom Unglück gehört und sind aus ihren Städten gekommen, um ihn zu trösten. Mit Mühe haben sie ihn erkannt. So elendig war er dran. Sie haben gebrüllt und sind stumm neben ihm auf der Erde gesessen und haben 7 Tage und Nacht getrauert, als sei er schon gestorben. Dann hat der Job sein Maul aufgemacht und den Tag verflucht, an dem er geboren worden ist. Die Freunde haben nach der Ursache von seinem Leid gesucht. Sie haben sich gefragt,
ob er nicht irgendeine schwere Schuld auf sich geladen hat. Und sie haben an seiner Schuldlosigkeit angefangen zu zweifeln. Hat der Job vielleicht Unheil gesät, und er jetzt erntet? Hat er Böses da, sodass er bestraft worden ist? Bedeutet sein Leid, dass Gott ihn zurechtweist? Darum haben sie gesagt, möchte Job die Zurechtweisung annehmen und sich Gott unterwerfen, anstatt zu klagen. Bitter enttäuscht hat der Job die Rede von seinen Freunden angehört. Er hat ein reines Gewissen gehabt. Er wusste, dass er unschuldig war. Am liebsten wäre er gestorben. Hat er nicht das Recht, zu klagen? Zornig hat er zu Gott geschrien. Was habe ich dir da, du Menschenwächter? Warum bin ich deine Zielscheibe? Warum überhaupt hast du mich auf die Welt geholt? Zu seinen Freunden hat er gesagt, doch, ich will zu Gott reden. Das wünsche ich mir. Mit Gott und Gerechtigkeit für mich zu streiten. Mit meinen eigenen Augen möchte ich Gott sehen. Danach sehnt sich mein Herz in der Brust. So war Gott lebt, der mich so quält. Ich bin unschuldig und daran halte ich fest bis zum Tod. Gott, so hat der Job geklagt, ist sein grausamer Feind geworden. Und doch hat er auf Gottes Antwort gewartet. Würde es doch einen geben, der mich hört. Ich wünsche mir so sehr, dass Gott mir Antwort gibt. Einer von den Freunden, der junge Elihu, hat bis jetzt immer geschwiegen. Ihm hat missfallen, was die Freunde gesagt haben. Und ihm hat missfallen, wie verwegen Job in seiner Verzweiflung gegen Gott rebelliert. Und jetzt hat er angefangen zu reden. Hüte dich, hat der Job gebeten. Und wirk kein böser Mensch. Durch Leid wirst du geprüft, ob du gut bleibst. Aber wir Menschen können Gottes Macht und Gerechtigkeit nicht ergründen. Da endlich hat Job aus dem Wettersturm Gott zu sich sprechen gehört. Gott hat sich am Job als Schöpfer der Welt gezeigt und dass all ihre Geheimnisse für den Menschen unfassbar sind. Als Schöpfer der Welt, der immer fordernd den Chaosdrachen zurückdrängt und mit Macht und Weisheit das Böse
die Grenze hält, so dass es die Schöpfung nicht verschlingt. Der Job hat den Gott in seinem Inneren dürfen sehen. Und von dann an hat er nicht mehr wollen, länger und Gerechtigkeit streiten. Diese Frage wird für ihn, solange er auf der Erde lebt, ein unlösbares Rätsel bleiben. Ich bin zu gering. Was kann ich da erwidern? Hat er voller Ehrfurcht gesagt. Im Unverstand habe ich über Sachen geredet, die für mich zu wunderbar und unbegreiflich sind. Jetzt aber hat mein Auge dich geschaut. Darum widerrufe ich meine Rede. Ich atme auf in Staub und Asche. Der Gott hat den Job nicht tadelt, weil er rebelliert hat. Aber die drei Freunde, die Jobs Unschuld angezweifelt haben, hat der Gott erst vergeben, als der Job für sie gebeten hat. Der Job hat von Gott neues Glück und Reichtum erhalten, Ehr und Ansehen. Noch grössere Segen als früher hat auf ihm geruht. Er ist Vater, nochmal Vater geworden, von 7 Söhnen und 3 Töchtern. Töchter sind sehr schön gewesen. Und der Job hat ihnen zärtliche Namen gegeben. Er hat ihnen Erbsitz gegeben, sodass sie unabhängig von den anderen Menschen gewesen sind. Und er hat noch viel, viel Jahre gelebt und hat sich an seinen Enkelkind erfreut. Gott, der Schöpfer, mit Macht und Weisheit, haltet das Böse in Grenzen. Mein Meister hat mir mal gesagt, du musst mir nicht zeigen, wie du lebst, das kann jeder. Aber zeig mir, wie du stirbst. Und Naturkatastrophen. Der Wirbelsturm oder die Flut kommt bestimmt. Wir müssen sterben. Krankheit, Alter. Und wenn es einem nicht mehr gut geht, fängt man an jammern und klagen, wie unfair alles ist. Der Buddha hat gesagt, das Leben ist Leiden. Die Frage ist, sind wir so verwöhnt, dass man wie ein Dornrösli nicht mehr aus dem Bett rauswählt. Und wie der Peter Pan uns als König im Fantasieland meint. Wenn man einfach ins Schlaraffenland oder wenn man
die größtmögliche Verantwortung übernehmen. Wenn man die Bibel liest, kein Wunder, versteht man die heute nicht mehr. Der liebe Gott im Himmel, ich bin da, zeigt einem, wo man hergehört. Aber was ist das eigentlich für eine Absprache mit dem Satan? Wie viele Freunde stehen wirklich hinter einem? Der arme Job. Aber schlussendlich sind wir alle der Job. Der Gott hat gegeben. So ist es auch, dass der Gott nimmt. Und er hat ihn rebellieren lassen. Ich atme auf in Staub und Asche. Aber der Chaosdrache hat die meisten schon lang verschlungen.